Hallo Leute, willkommen zurück zu Super Meat Boy. Ja, da sind wir stehen geblieben bei Agent Orange. Oh, der Level hat einen seltsamen Namen. Ja, genau, das war das. Es ist der nächste Tag für mich. Ja, ich weiß. Ich habe eigentlich gesagt, ich wollte das alles am Abend rekorden, aber da hat sich dann doch was anderes ergeben. Auf jeden Fall werde ich jetzt nur den einen Part da rekorden. Dann am Abend werde ich die restlichen drei rekorden bis 29 und dann werde ich vielleicht sogar schon heute auch mit Maxi King rekorden, aber egal. So Leute, eine wichtige Frage, wie komme ich da hoch? Ich habe noch keinen einzigen Menschen danach gefragt, weil ich es einfach mal selber rausfinden wollte, aber ich schätze mal, ja, okay, so schlecht war ich jetzt gar nicht mit meiner Vermutung hier. Juhu, ich habe keine Hilfe braucht. Oh. Okay. Nein. Oh. Also. Oh mein Gott. Das ist ein langer Level, Leute. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich werde schon, glaube ich, tausendmal fast gestorben. Ja, erzähl mal über was anderes, dann geht's mir meistens besser. Boah. Jo. Heute. Ja, heute. Was ist heute? So. Ja, heute am 24. September habe ich meine 15 Minuten Lizenz für YouTube erhalten. Woohoo! Ja, ich dachte die ganze Zeit, es wäre random. Aber seit dem neuen Update von YouTube, Update kann man nicht sagen. Aber YouTube hat sich etwas verändert wieder mal. Sag mal, okay, egal. Und früher hat man das durch Zufall erhalten. Also wenn man 2 Jahre seinen Account schon gehabt hat, dann hat man es so ziemlich sicher gehabt. Egal, ob man Videos hochgeladen hat oder nicht. Nur aber jetzt geht es anders. Man muss YouTube schreiben, dass man das gerne hätte. Dann schicken sie dir eine SMS auf dein Handy. Da steht dann eine Nummer drauf, die gibst du ein und dann hast du schon deine 15 Minuten Lizenz. Also ich finde es viel einfacher und irgendwie auch viel praktischer. Jo, ob mich das jetzt was kostet hat, keine Ahnung. Das weiß ich selber noch nicht. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt meine Lizenz und ich bin happy. Yeah. So. Ah ja, Leute, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich ein Block große Blöcke hasse? Ich glaube, das habe ich noch nie erwähnt. Nee. Aha. Ah ja, okay. Alles klar. Ja. Aha. Aber egal, ob ich jetzt die Lizenz habe oder nicht, ich bleibe bei meinen 15 Minuten Parts. Ich finde 15 optimal. Nicht zu lang, nicht zu wenig. Jo. Ah ja, hätte ich das nur schon zu Illusion of Time gehabt, dann hätte ich mal eine Menge Arbeit erspart. Ihr müsst nur mal in die Illusion of Time Parts reinschauen. Dass ich alles theoretisch dreimal rendern musste. Wuhu. Weil ich damals dachte, dass ich schon 15 Minuten aufnehmen kann, aber da war ich noch bei meinem alten Account und da habe ich halt vergessen, dass bei meinem Let's Player Channel ich das nicht kann und deswegen muss ich theoretisch jeden zweiten Part in 2 teilen, weil immer, keine Ahnung, 2 Sekunden zu viel waren oder... Oh man, das war aber jetzt knapp. Ja, und damals hatte ich noch nicht die Möglichkeit, die Geschwindigkeit vorzuspulen oder so. Damals kannte ich mich noch nicht so mit Camtasia aus. Aber man lernt dazu und das finde ich auch ganz gut so. Oh, Mann.
Wisst ihr, Leute, was ich mich gerade frage? Das probiere ich jetzt dann gleich aus. Ah ja, da oben links ist ein Portal, sehe ich auch gerade. Ups. Wie wär's? Machen wir zuerst den Level oder gehen wir zuerst zum Portal? Ich würde sagen, machen wir zuerst den Level. Damit wir den Dreck mal hinter uns haben. Oh mein Gott. Und das auch noch mit A-Zeit. Die A-Zeit hatte ich jetzt eigentlich total vergessen. Denn Bandage gibt es eigentlich keine. Das heißt, wir müssen gleich mal Vollgas geben. Oh mein Gott. Ich hoffe, die waren da etwas gnädig, dass man sich ein paar Fehler erlauben kann. Zum Beispiel wie dieser hier. Dass man nicht alles perfekt durchmachen muss. Hoffe ich, sage ich. Ich hoffe es. Jetzt probiere ich mal was. Nee, okay. Bis da reicht mir das voll und ganz. Ich habe gedacht, ich kann leicht bis ganz nach links, aber eins davor ist auch ganz gut. Tja, das war meisterhaft, ja. Okay, das war auch cool. Also von den Schatten aus müsste man ausgehen, dass da oben eine Sonne ist oder sowas ähnliches. Oder nee, unmöglich ist es eine Sonne, weil links geht der Schatten nach links und rechts geht der Schatten nach rechts. Das heißt, in der Mitte ist eine kleine Lampe oder so. Ich meine, die Sonne ist viel fetter wie eine Lampe. Aber dazu müssen wir mal bis ganz rauf kommen. Ups. Wow. Ja, klar. Aha, jetzt weiß ich, warum die Kettensäge da hinten haben. Geht das auch so? Yeah. Styler, ja. Oh man. So schwer ist das doch gar nicht. Greater, greater? Nein! Oh man. Oh. 20 Sekunden. 20 Sekunden! Das ist nicht dein Ernst. Sehe ich etwa aus wie ein Speedrunner? Nee. Okay, wir müssen uns nur ein Drittel verbessern, also ist eh nichts. Na, gar nichts. Ja, schau, erster Fehler, können wir es eigentlich theoretisch komplett vergessen schon. Da 10 Sekunden haben wir schon. Ja, okay. Irgendwie hab ich gewusst, dass da links was ist. Dass man nicht einfach so nach links kann. Okay. Wir brauchen wohl doch etwas mehr Skill. So. Nein. Stirb. Wow, das war jetzt extrem schnell. Übelst, Alter, übelst. Das muss mir jetzt immer gelingen. Alter, ich hoffe, ich schaff's. Ich hoffe, ich schaff's. Ja. Yeah.
Gut gemacht. So. Jetzt ab zur Warpzone. So, ich hätte jetzt gedacht, da halten wir uns jetzt wieder länger auf, aber anscheinend haben wir es doch ganz schnell gemeistert. Oh, zu tief. Wir haben, glaube ich, noch nie eine Warpzone beim ersten Mal geschafft. Oh doch, die allererste. Glaube ich. Die dritte auch? Nein, ich weiß nicht. Die zweite musste man einfach beim ersten Mal schaffen, denn... Oh, noch eine. Oh, sehr nice. Da gab es ja nämlich den Commander oder Rainbow Man. Ja, keine Ahnung, wie der geheißen hat. Da konnte man theoretisch gar nicht Game Over sein, außer man hat das Spiel eben beendet, was wir nicht gemacht haben. Aber beim dritten Level konnte man wieder sterben und da habe ich keine Ahnung, wo wir das geschafft haben. Jetzt hat es mich aber voll erschreckt irgendwie. Ich hab gedacht, ich lande noch ruhig, aber direkt in die Warpzone gejumpt. Super Meat Boy! Team Meat! Mr. Roshi! Oh, nicht schon wieder diese Musik! Oh nein! What the hell? Oh, come on. Das macht mich ja hysterisch, wenn ich die Farben jetzt die ganze Zeit sehe. Was ist denn das? Ein Bananenlevel? Wie steppert, Alter. Boah, was für ein Design. Da haben sie sich sicher total viel Mühe gegeben. Oh mein Gott. Oh nein, ich... Oh nee, ich muss jetzt immer auf den Block... Und es geht wieder los. Ein Block große Blöcke und mein, auch eins meiner Erzfeinde, zerbröselnde Wände. Yeah. Cool. Banana Phone. Du, 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 du. So. Oh, nee, 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 nee. Sicher ist sicher. Yeah. Hey, die machen das ja immer kleiner, Alter. Was soll denn das? Oh, ja, nein. Oh. Toll, Leute. Eine wirklich tolle Warpzone wieder mal. Eine wirklich tolle Warpzone. Können wir da auch direkt drauf hüpfen? Nein, Alter, die verschwinden zu langsam. Ey, ja voll abgeprallt, voll überhaupt nicht, ne? Und, oh, ich habe mich schon voll darauf eingestellt, dass ich jetzt sterbe. Also, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich das jetzt überlebe. Und was ist, wir überleben? Was für ein Glück wir doch haben, ne? Leute, letzter Versuch, okay?
Okay, das war auch cool, ja. So, letztes Leben, letzter Versuch. Ups. Okay, Leute. Dann bis zum nächsten Part. Habt noch viel Spaß und haut rein. Ciao, Leute.